In Thailand gibt es eine Brücke, die durch einen Film weltberühmt wurde, die Brücke am River Kwai. Und viele Ausflüge führen von Bangkok dort direkt hin und sind auch sehr beliebt. Ich befinde mich hier jetzt am Bahnhof Thonburi in Bangkok und von hier sind es circa 2,5 Stunden Fahrt nach Kanchanaburi und dort befindet sich die Brücke am Kwai. Ich möchte mehr darüber wissen, was es mit dieser Brücke und auch mit der Todeseisenbahn auf sich hat. Ich freue mich, dass du mit dabei bist und jetzt brauche ich noch ein Zugticket und dann geht's schon nach Kanchanaburi. Wir erreichen jetzt in Kürze Kanchanaburi und die Brücke am River Kwai, die liegt ungefähr 3 Kilometer nach dem Bahnhof. Das erste Etappenziel hier bei der River Kwai Brücke habe ich erreicht und man sollte Google Maps nicht alles glauben, denn ich dachte, okay, ich fahre jetzt da einfach einmal drüber über die Brücke und steige auf der anderen Seite dann im Bahnhof aus, so wie es zumindest eingezeichnet ist. Pech gehabt, der Zug bleibt auf der anderen Seite nicht mehr stehen, da durfte ich gleich noch ein Stück weiterfahren und habe Gott sei Dank dann noch den letzten Gegenzug erreicht und hier komme ich jetzt bei Dämmerung an und hier in Kanchanaburi wird's finster. Ich möchte jetzt noch etwas anderes zeigen, nämlich meine Unterkunft hier direkt am Fluss. Eine kleine Bambushütte, ganz nach meinem Geschmack. Das Besondere ist allerdings, dass sie nicht auf Stelzen steht, sondern dass sie hier im Wasser schwimmt. Jedes Mal, wenn ein Boot vorbeifährt, dann bewegt sich hier alles herinnen. Bin gespannt, ob ich morgen seekrank sein werde. Ich finde das einfach klasse, so ein kleines schwimmendes Hütchen mit einer Terrasse und mit Blick auf die River Kwai Bridge. Also besser kann es ja wirklich nicht mehr gehen. Dieser Fluss hier, der heißt überhaupt nicht Kwai-Fluss. Den haben die Thais einfach umbenannt, nachdem der Film mit der Brücke über den River Kwai so berühmt wurde. Der Roman und die Verfilmung Die Brücke am Kwai bzw. The Bridge on the River Kwai spielt im Zweiten Weltkrieg und britische Kriegsgefangene müssen über den Kwai-Fluss eine Brücke bauen. Genau genommen eine Eisenbahnbrücke, die wird aus Holz gebaut und diese Geschichte ist allerdings fiktiv und wurde zum Großteil auch in Sri Lanka gedreht. Der reale Bezug besteht darin, dass hier tatsächlich eine Brücke über den River Kwai von Kriegsgefangenen und von Zwangsarbeitern gebaut wurde. Das geschah, während hier die Japaner in Thailand Besatzer waren im Zweiten Weltkrieg und zuerst wurde hier eine Holzbrücke über den River Kwai gebaut, dann parallel eine aus Eisen und aus Stahl. Die beiden Brücken und auch die Eisenbahn waren strategisch wichtige Projekte für die Japaner. Entsprechend oft wurden diese Brücken bei Luftangriffen dann auch angegriffen. Und regelmäßig wurden sie zerstört, regelmäßig wieder zusammengeflickt. Gegen Ende des Krieges war das dann nicht mehr möglich und der Zugverkehr wurde komplett eingestellt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde diese 320 Meter lange Brücke wieder instand gesetzt.
Das ist die Beton- und Stahlbrücke hier. Die Holzbrücke, die wurde allerdings abgerissen. Und heute kann man im Wesentlichen diese Brücke noch in diesem Zustand sehen. Abwechslungsreiche Landschaft und nach ca. 55 Kilometern erreicht dann der Zug ein weiteres beliebtes Ziel, nämlich den Bampo-Viadukt, und dort verlaufen dann die Gleise ziemlich abenteuerlich entlang des Hangs. Wir sind hier auf einem verbliebenen Teil der Thailand-Burma-Eisenbahn unterwegs, und sie war ein strategisch wichtiges Projekt der japanischen Besatzer hier im Zweiten Weltkrieg. 415 Kilometer war diese Bahnstrecke lang und sie verband die Bahnnetze von Thailand und von Burma. Ganz interessant, diese meterspurige Eisenbahn war gerade einmal 17 Monate lang durchgängig befahrbar, und heute kann man hier nur noch den thailändischen Teil befahren. Circa 20 Kilometer nach dem Bampo-Viadukt, da endet die Strecke in Nam Tok, und wenige hundert Meter hinter dem Bahnhof, da enden dann auch die Gleise. Hallo! Hallo! Thank you! Hallo! Von Nam Tok da führt die Bahnstrecke eigentlich weiter zum Hellfire Pass und auch dann über den Drei-Pagoden-Pass nach Burma ins heutige Myanmar. Dort sind aber die Gleise großteils abgebaut. Wir sind am Ziel in Nam Tok. Was kann man hier jetzt machen? Man kann zum Beispiel einen kleinen Wasserfall besuchen, und dort schauen wir gleich als nächstes hin. Wenn du hier im Bahnhof Nam Tok hier beim Fahrkartenschalter genau schaust, dann entdeckst du hier oben eine Sammlung mit 17 ziemlich markigen Möglichkeiten, wie man sich beim Bahnfahren hier verletzen kann. Um zum Wasserfall zu gelangen, brauchst du eigentlich nur den Gleisen zu folgen, denn sie enden hier genau beim Wasserfall. Und hier steht auch eine Lokomotive. Sie stammt aus japanischer Produktion und wurde hier nach dem Zweiten Weltkrieg dann abgestellt als Andenken an die Death Railway. Ja, Death Railway oder Todeseisenbahn, das ist der Beiname dieser Thailand-Burma-Eisenbahn. Und was es mit dieser Todeseisenbahn ganz genau auf sich hat, das möchte ich rausfinden. Ich schaue wieder zurück nach Kanchanaburi ins Thailand-Burma Railway Center, und dort erfahre ich mehr darüber.
Das Thailand-Burma Railway Center dokumentiert hier im Death Railway Museum die Geschichte dieser Eisenbahn sehr detailliert. Und dafür werden viele persönliche Dokumente herangezogen und natürlich auch für die Nachwelt erhalten. Wie ich schon erzählte, ließ die japanische Armee hier im Zweiten Weltkrieg diese Thailand-Burma-Eisenbahn durch Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter bauen. Rund 100.000 Menschen kamen hier beim Bau ums Leben. Darunter waren Zwangsarbeiter aus Asien, denen ursprünglich eine bezahlte Arbeit versprochen wurde. Und außerdem waren viele alliierte Kriegsgefangene zum Großteil aus Großbritannien, Australien, Holland und Neuseeland am Bau beteiligt. Die unmenschliche Behandlung stellt ein Kriegsverbrechen dar. Manche Quellen sprechen davon, dass für jede verlegte Schwelle ein Mensch sterben musste. Darum trägt die Thailand-Burma-Eisenbahn auch den Beinamen Death Railway oder Todeseisenbahn. An einigen Stellen entlang der bestehenden Bahnstrecke und auch entlang der ehemaligen Trasse wird die Geschichte der Eisenbahn aufgearbeitet. Gleich gegenüber des Thailand-Burma Railway Centers befindet sich auch der Kriegsfriedhof der Alliierten. Wenn du mehr über die Thailand-Burma Eisenbahn erfahren möchtest, dann nimm dir auf jeden Fall Zeit fürs Thailand-Burma Railway Center bzw. das Death Railway Museum hier gleich ums Eck vom Bahnhof in Kanchanaburi. Und hier kannst du dann zum Beispiel auch sehen, welche Teile der Brücke über den Quai-Fluss zerstört wurden im Zweiten Weltkrieg, und diese Teile, die sind heute durch rautenförmige Brückenteile ersetzt. Hier im Hintergrund, da kannst du außerdem noch die Holzbrücke über den Quai-Fluss sehen. Die besonderen Bauwerke wie zum Beispiel der Wampo-Viadukt oder natürlich auch der Film Die Brücke am Quai machen diese Eisenbahn zu einem beliebten Ziel für Touristen. Du kannst im Regelzug in der dritten Klasse ab Bangkok hier die Eisenbahnstrecke bereisen oder auch bequemer im Sonderzug. Und der schönste Streckenabschnitt, der befindet sich zwischen Kanchanaburi und Nam Thok, der Endstation. Alle wichtigen Reisetipps mit Fahrplänen und Tourvorschläge findest du unter andersreisen.net. Ich habe dir die Tipps in der Videobeschreibung verlinkt. Und für mich geht's von hier wieder zurück mit dem Zug nach Bangkok. Wenn es dir gefallen hat, dann lass doch einfach ein Gefällt mir da, abonnier den Kanal, damit du keine Folge mit Zugreisen und Abenteuer versäumst. Und wenn du Fragen hast, schreib einen Kommentar oder schau auch in den Blog unter andersreisen.net rein. Tschüss, Servus und Baba, bis zum nächsten Mal.